Was für eine Schwabbelbacke bist du denn? Oh Gott. War hier nicht gerade noch... Irgendwas hat hier gerade geblinkt. Ah, das da. Das wollte ich noch kurz mitnehmen. Ich musste niesen. Das ist ungünstig bei so einem Spiel. Hallo. Perfekt. Nummer 1. Perfekt. Nummer 2. Auch weg. Nummer 3. Fuck, ich muss mit der Hinrichtung machen. Probier's doch erst gar nicht. Na komm. Komm. Katapult, Feuer. Nice. Wir haben heute viele tapfere Männer verloren. Marius, du hast bewiesen, dass du ein Anführer bist. Du hast dir den Respekt der Männer verdient. Also, nimm diesen Helm und trage ihn. Legionäre, salutiert euren neuen Centurio! Schon gut, beruhigt euch! Beruhigt euch, Männer! Jetzt wisst ihr, was von den Barbaren zu erwarten ist. Sie sind eine Meute wilder Hunde, die uns bis aufs Blut bekämpfen. Aber sie wissen nicht, mit wem sie sich anlegen. Rom ist Zivilisation. Rom ist Gesetz. Rom ist Stärke. Und hier draußen sind wir Rom! Kommandant! König Oswalds Barbarenhorde marschiert auf York. General Commodus und die 6. Kohorte haben den Feind angegriffen.
doch ihr Schicksal ist unbekannt. Macht die übrigen Boote fest und entladet sie. Und macht die Truppen bereit. Wir marschieren! Merchior! Unser Marsch gen Norden in das Land der Rebellen war brutal. Unser Vorankommen wurde durch eine Schlacht nach der anderen verzögert. Rom hatte Frieden, Handel und Reichtum auf diese Inseln gebracht. Dieser Frieden wurde durch offene Rebellion zerstört. Nun, endlich näherten wir uns dem Quell des Aufstandes, wo König Oswald und seine Kriegertochter herrschten. Wir berichten von einer großen Barbarenarmee auf dem Vormarsch hierher. Wenn sie sich mit dieser Armee zusammenschließen, haben wir keine Chance. York wird fallen. Bei den Göttern. Auf jeden von uns kommen 20 dieser behaarten Bastarde. In einer Schlacht würden wir große Verluste erleiden. Ihr wollt nicht angreifen? Ihr Anführer, König Oswald und seine Tochter Boudica sind dort unten bei Ihnen. Wenn wir sie fassen, müssen die Stammeshäuptlinge Frieden schließen, wenn sie eine sichere Rückkehr wollen. Dann wird Oswald das Knie beugen und Rom einen Eid leisten müssen. Diese Briten haben ihre eigene Art der Ehre. Sie haben keine Ehre. Dieses Ungeziefer wagt es, sich gegen Rom zu erheben. Sie verdienen es, unseren Zorn zu spüren. Unsere Vergeltung? Oder deine? Herr, ich... Genug. Wir werden diese Rebellion auf meine Art beenden. Anstatt die Leben guter Männer aufs Spiel zu setzen. Verstanden, Centurio! Verstanden, Kommandant. Also gut. Eine kleine Einheit wird das Lager des Feindes infiltrieren und Oswald und Boudica ergreifen. Ich werde mich mit der Hauptstreitmacht um ihre Verstärkung kümmern. Und wie lauten meine Befehle? Ich habe dir Blut versprochen, oder? Du wirst Oswald und Boudica ergreifen. Bevor dir deine Männer folgen können, wirst du dich um die Schützen auf dem Aquädukt kümmern müssen. Du wirst also zunächst allein sein. Verstanden, Herr. Ist meine Ehre. Bevor wir uns jetzt aber hier in die Schlacht tümmeln, schmeißen, in die Schlacht tümmeln, ja, gucke ich erst noch kurz, ob ich, Kampf kann ich nicht. XP-Verbesserung. Ich glaube, ich gönne mir mal gerade Hinrichtungsverbesserungen. Und zwar kann ich mir Gesundheit. Was habe ich denn? 80.000 Punkte, Alter. Gar nicht mal so wenig. Nehme ich mit. Boah. Stoß in die Brust, tritt in den Schritt. Abtrennung des linken Arms, fliegender Schildstoß. Alter. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Was spiele ich noch viel? XP, Schaden, nee, Fokus spiele ich noch viel. Reicht dafür und reicht dafür. Alles klar. So. Dann suchen wir mal den Grund der Schlucht. Das ist Aquädukt. Nehme ich mal an, was er meinte. Boah, das sieht so unfassbar gut aus, das Spiel, ne? Unglaublich. Ah, fast am Schild vorbeigelaufen. Danke. 5 von 21. Ich glaube, eins habe ich schon übersehen gehabt vorhin. Egal. Wir nähern uns auf jeden Fall. Und da hinten sind irgendwo Bogenschützen, hat er gesagt. Ah, da unten sind Barbaren. Ihr habt gehört, was Boudica gesagt hat. Wir spähen, wir legen Fallen. Wir bleiben wachsam. Ah, ich klag dich einfach. Richtung von Römern in diesem Gebiet. Sie haben ihren General verloren und wollen ihn zurück. Wenn ihr was hört, irgend sterbt ihr. Ja, wenn ihr was hört, hallo. Haben uns wohl verirrt, was? Ich sage, die sind echt optimistisch.
von Barbaren nur so dünne. Das befürchte ich auch. Und ich renne hier einfach mal wild durch die Wildnis. Was ist das? Ah, eine Chronik, okay. Was auch immer eine Chronik ist, aber ich habe ein Achievement dafür bekommen. Ach du Scheiße, 1 von 42, ja, alles klar. Bin ich noch wahrscheinlich bis morgen beschäftigt. Bis in 3 Wochen beschäftigt. Okay, Bogenschützen da oben. Hier unten. Hier kann ich nicht herüber. Na, überhaupt nicht. Vielleicht gibt es hier irgendwo noch einen anderen Weg. Durch den dicksten Dschungel natürlich. Aber vielleicht finden wir hier so einen kleinen... Ach Gott. Ich passe einfach auf und versuche nicht getötet zu werden. Das müssen die Überreste der 4. Legion sein. Oh Gott. Sehen leicht mitgenommen aus. Hi. Fuck, war das knapp. Da hängen ja noch mehr. Zwei Schwerter auch noch. Nett. Ja, komm. Okay, wieso ist der so schnell? Er ist todesschnell. Aha. Du hattest deine Chance. Oioioi. Noch irgendwer oder darf ich jetzt? Dankeschön. Es sieht so phänomenal aus, ne? Ich geh doch lieber hier lang. Das Gras, das Licht. Du bist auf Waldpatrouille, weil du ein Depp bist. Wir haben einen. Fuck, der hätte ich sogar ausschalten können. Das gibt eine Monsterfehl. Komm schon, Römer. Nein. Ich kann im Schlag nicht ausweichen, das lutscht so. Ich muss vorher immer überlegen, ob ich ihn jetzt schlage oder nicht schlage. Hui, ist ja knapp. Der Move war aber neu. Der war wirklich neu. Und wunderschön war er auch noch. Probier's erst gar nicht. Dankeschön. War da noch einer hinter mir? Uiuiui. Machen wir's mal so. Auch fast nicht den falschen Knopf gedrückt. Schön gemacht. Weil gegen diese Schildtypen habe ich jetzt einfach keinen Bock zu kämpfen. Schön. Auch den falschen Knopf. Das ignorieren wir auch mal ganz kurz. Jetzt geh weg mit deinem hässlichen Schild. Dankeschön. Uiuiuiuiui. Warum immer ich, hm?
So. Weiter. Weiter durchs Unterholz. Huiuiui. Boah, Alter. Ich hab gehört, eine Legion wäre auf dem Weg zum Aquädukt. Mal sehen, wie sie an den ganzen Bogenschützen da vorbeikommen. Okay, an euren Fallen bin ich vorbeigekommen. Wenn eure Fallen genauso läppsch sind wie der Rest, dann wird das nicht sonderlich schwierig. Geiler Move. Der war auch neu. Und mega cool. Geiler Scheiß. Es werden auch nicht weniger, habe ich das Gefühl, ne? War noch irgendwo einer? Ah, da. Sehr schön, nächster Rang freigeschaltet. Heißt, wieder ein paar Pünktchen vergeben. Huch! Kann man Held ausrüsten? Ist ja interessant. Will ich aber gerade gar nicht. Ich wollte dahin. Und zwar wollte ich nämlich noch im Schaden rumspielen. Ich habe genug Punkte, oder? Ich gebe einfach ein bisschen was aus. So. 40.000 habe ich noch. Dann nehme ich... warte mal. Nehme ich bei den XP noch was mit. Damit wir ein bisschen... alles aufrüsten können. Fokus haben wir viel. Gesundheit haben wir viel. Und den Rest kann ich mir... Ah, doch, kann ich hier noch. Sodele. Hier sind mehr von denen als erwartet. Ich mach mich besser auf zum Aquädukt. Wenn ihr mir sagt, wo das ist. Komme ich hier irgendwo hoch oder lang? Nö, komme ich nicht. Kann ich durchs Feuer laufen? Brenne ich dann? Nö, schade. Ja, solche Dinge muss man rausfinden. Von da komme ich doch, oder? Aber da gab es zwei Wege. Warte mal, wenn ich jetzt hier lang laufe. Und irgendwo kommt man noch links hoch. Da kommt... Nee, wo war denn das? Dann... Oh Gott! Da war das Aquädukt. Da sind die Barbaren... Hey, bin ich wirklich... Ach, ich bin irgendwo runtergesprungen, genau. Hier bin ich richtig. Bloß nicht runterfallen. Man könnte ja nass werden. So, jetzt hier weg. Ah, das sieht gut aus. Keine Fallen mehr? Hier lang. Ihre Legionen nähern sich. Aha. Bogenschützen an der Straße auf. Da ist die Tochter. Ja, Herrin. Hier muss ein Weg nach oben sein. Das könnte sogar stimmen. Ah, und 1000 Leichen. Boah, ey. So ein widerlicher Scheiß. Da liegt noch eine Inforolle. Warum leuchtet der Schrank? Vielleicht kann ich ihn irgendwie runtertreten, oder was? Hopp. Kann ich irgendwas machen? Ah, hier. Hui, als Aufzug. Ah, geil. Hallo. Speicherpunkt. Freunde, das heißt, ich werde hier jetzt erstmal einen Cut machen fürs Erste. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.